In jeder Nachbarschaft gibt es ein solches Haus. Du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen. Das alte, baufällige Gebäude am Ende der Straße. Es stand schon da, als du eingezogen bist. Und es wird da immer noch sein, wenn du ausziehst. Über Häuser wie dieses kursieren alle möglichen anzüglichen Gerüchte. Es ist ein Drogenlabor. Es ist ein Versteck für Flüchtlinge. Es spukt dort. Aber das sind doch nur alles Geschichten, oder? Einige dieser Häuser bergen jedoch echte Albträume. Albträume wie SCP-136. In jeder Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit. Und selbst Lügen können bestimmte Fakten über ihre Erzähler offenbaren. Deshalb nimmt die SCP-Stiftung Berichte über sogenannte Spukhäuser in der Nachbarschaft ernst und überprüft regelmäßig, ob es sich tatsächlich um solche Gebäude handelt. Kinder können eine wilde Fantasie haben. Aber wenn Kinder, die in der gleichen Straße leben, Jahre auseinander wohnen und keinen Grund haben, miteinander in Kontakt zu stehen, alle von einer unheimlich ähnlichen Erscheinung in dem gruseligen alten Haus berichten. Und wenn die Geschichte über das bloße Erschrecken hinausgehen und sich zu einem wirklich lebensverändernden, traumatischen, lähmenden Schrecken ausweiten, dann kann es sich die Stiftung nicht leisten, der Sache nicht nachzugehen. An einem sonst so ruhigen Morgen in einer verschlafenen amerikanischen Stadt fuhr ein Konvoi aus Ausräucherungs- und Asbestbeseitigungsfahrzeugen vor und umrundete das gruselige alte Haus am Ende der Straße. Die Bewohner dachten wahrscheinlich, es wird Zeit, dass jemand diese alte Todesfalle abreißt, als Leute in Schutzanzügen in das Gebäude stürmten. Das waren natürlich Agenten der Stiftung, die jeden Raum routinemäßig durchsuchten und das Gebäude vollständig katalogisierten. Es sah aus wie ein ziemlich typisches verlassenes Haus. Abblätternde Tapeten, verstaubte, verrottete Möbel, der ganze Müll und Schutt, der in Abwesenheit von menschlichem Leben zu entstehen scheint. Die komplette Durchsuchung dauerte etwas mehr als eine Stunde, aber gegen Ende der Beobachtungszeit begann Agent Sims, ein Außendienstmitarbeiter, der im ehemaligen Kinderzimmer postiert war, sich seltsam zu verhalten. Er stellte eine Frage über die gemeinsame Funkfrequenz des Teams. Hey, hört noch jemand dieses Lachen? Verwirrt antworteten die anderen Leute im Team, dass sie kein Lachen hören konnten. Ein paar andere Agenten kamen, um nach den Rechten zu sehen, aber auch sie hörten kein Lachen in dem Raum. Obwohl sich Agent Sims sichtlich unwohl fühlte, war die Ursache für dieses Unbehagen nicht zu erkennen. Die anderen Agenten ließen ihn zurück, damit sie den Rest des Hauses weiter untersuchen konnten. Abgesehen von den schwachen Nerven des einen Agenten schien es in dem Haus nichts Ungewöhnliches zu geben. Dann schrie Agent Sims und sprang aus dem Fenster im zweiten Stock des Hauses, wobei er auf den Boden stürzte und sich beim Aufprall die Wirbelsäule brach. Wie konnte er das nur tun? Wir sprechen hier von einem Feldagenten der SCP-Stiftung, einer hochqualifizierten Person, die von der Stiftung ausgewählt wurde, um furchterregende und potenziell tödliche Anomalien im Feld zu beobachten und zu verfolgen. Was könnte er in dem alten Haus gesehen haben, das ihn zu der Überzeugung brachte, dass es besser wäre, in den Tod zu springen, als sich ihm zu stellen? Auf diese Frage musste die Stiftung unbedingt eine Antwort finden. Als die Leiche von Agent Sims abtransportiert wurde, intensivierten sie ihre Suche im Kinderzimmer. Dort fanden sie den Gegenstand, den sie später als SCP-1361 bezeichnen würden. Eine kleine Stoffpuppe aus altem Tuch. Man könnte sich leicht vorstellen, dass es von einem kleinen Kind um die letzte Jahrhundertwende herumgetragen wurde. Es war das einzige interessante Objekt im ganzen Raum, also wurde es markiert, eingepackt und für weitere Tests in die nächstgelegene Auffangstation der Stiftung gebracht. Sie hatten keine Ahnung, was sie da auslösen würden. Als die Puppe zum ersten Mal in die Sicherheitskammer gebracht wurde, interessierte sich ein bestimmter Wissenschaftler des Forschungsteams, Dr. Myers, eine eigensinnige junge Forscherin, die frisch von einer angesehenen Universität kam, auf morbide Weise für die Puppe. Irgendetwas an ihr, auch wenn es keine offensichtlichen anomalen Effekte gab, vermittelte ihr ein seltsames Gefühl des Unbehagens. Die Puppe schien eine unbestimmte Aura des Unheils zu tragen. War es das, was Agent Sims so handeln ließ, oder war es erst der Anfang? Eine D-Klasse wurde für die erste Testwelle hergebracht. Der unglückliche ehemalige Marsmensch musste einfach in dem Raum mit der Puppe herumstehen und warten, bis etwas Interessantes passierte. Und 20 Minuten lang wurde keine anomale Aktivität gemeldet. Dann begann die D-Klasse sich wie ein verängstigtes Tier hektisch im Raum umzusehen. Dr. Myers, der den Test beobachtet hatte, meldete sich über Funk und fragte, was los sei. Es ist dieses Lachen, dieses seltsame, verrückte Lachen, als ob eine verrückte Frau hier drin wäre. Aber ich kann sie nicht sehen. Kann jemand von euch sie sehen? Kann das jemand von euch hören? Sie konnten weder etwas sehen noch hören. Laut all ihren Monitoren war es nur eine einsame D-Klasse, die in einem ansonsten leeren Raum mit nichts als der Stoffpuppe herumstand.
5 Minuten nachdem die D-Klasse berichtet hatte, das unheimliche Lachen gehört zu haben, brach er auf den Boden zusammen, kreischte wie ein Verrückter und kroch vor etwas weg, das er nicht sehen konnte. Er stieß die verzweifelten Schreie eines Mannes aus, der wirklich glaubte, dass ihm etwas das Leben nehmen würde, aber da war nichts. Er zog sich in die Ecke des Zimmers zurück, brabbelte unzusammenhängend und kratzte verzweifelt an den Wänden, bis seine Fingernägel abrissen und blutige Spuren hinterließen. Schließlich betraten ein paar Wachen die Kammer und mussten ihn herausziehen. Die D-Klasse hatte vor Angst uriniert und schien vor lauter Panik vorübergehend die Kontrolle über seine Beine verloren zu haben. Danach war er für mehrere Stunden außer Gefecht gesetzt und brach immer wieder in Schreikrämpfe aus. Als Dr. Myers sich die Aufnahmen des Experiments ansah, bemerkte er etwas Seltsames. In dem Moment, in dem die D-Klasse zu schreien begann, war die Puppe aus dem Raum verschwunden. Erst als die D-Klasse schließlich aus dem Raum geschleppt wurde, tauchte sie an ihrer vorherigen Position wieder auf. Schließlich war die D-Klasse wieder soweit klar, dass sie über ihr Erlebnis befragt werden konnte. Er sagte, dass er, nachdem er das Lachen gehört hatte, ein überwältigendes Gefühl der Angst in sich aufsteigen sah. 5 Minuten später erschien das Wesen, das später SCP-1362 genannt wurde. Zum ersten Mal. Die Vision, die ihm erschien, könnte man großzügig als menschlich bezeichnen. Aber sie war ein bisschen zu groß, um wirklich als solche zu gelten. Das Monster schien weiblich zu sein, aber wie eine freakige Übertreibung dessen, was man sich unter einer Frau vorstellt. Lange wallende Haare, große Brüste und eine Barbie-Puppentaille. Sie sah aus wie die albtraumhafte Zeichnung eines hormonellen Teenagers, der zum Leben erwacht war. Ihr Gesicht war zu einem Grinsen verzogen, das irgendwo zwischen Erregung und Qual lag und viel zu viel Zähne zeigte. Die Kreatur war nackt und posierte aufreizend, aber sie war alles andere als ansprechend. Die D-Klasse berichtete, dass allein ihr Blick die beängstigendste Erfahrung seines Lebens war. Und dann begann es sich zu bewegen. Wie ein rachsüchtiger Geist schwebte es langsam durch die Luft auf ihn zu. Und sein schmerzhaftes Lächeln wurde immer breiter, je näher es ihm kam. Die D-Klasse konnte das ganze Erlebnis nur so beschreiben, dass es sich anfühlte, als käme der Tod auf ihn zu. Als die Kreatur schließlich über ihm kauerte, öffnete sie ihre zahnbewehrten Kiefer und stieß einen langen, durchdringenden Schrei aus, bevor sie wieder verschwand. In den folgenden Wochen wurde die D-Klasse zu Testzwecken aufbewahrt. Danach litt er jede Nacht unter schweren Nachtangstzuständen, die alle mit SCP-136 zusammenhingen. Weitere Tests untersuchten die Puppe selbst, aber es schien nichts Anormales an ihrer Konstruktion zu geben. Sie schien aus einfachen, nicht anormalen Materialien hergestellt zu sein, wie man sie von einer Puppe dieser Art erwarten würde. Gelegentlich änderten sich die genauen Materialien, sogar unter den Beobachtern. Neben der am häufigsten vorkommenden Stoffvariante haben Zeugen berichtet, dass die Puppe aus Ton, Holz und Metall hergestellt wurde. 10% der Beobachter sahen die Puppe als männlich an. Der Rest stimmte darin überein, dass die Puppe weiblich war. Die Stiftung führte eine Reihe von Tests mit der Puppe durch, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse bei allen Testpersonen weitgehend übereinstimmen. Über 25 verschiedene Versuchspersonen wurden mit SCP-136 getestet und alle berichteten über ungefähr die gleichen Ereignisse. Lachen nach 20 Minuten Beobachtung, ein paar Minuten Stille und dann, laut Aussagen der Versuchspersonen, das Erscheinen derselben grinsenden, nackten Erscheinung, die in ihren Opfern einen Zustand des Schreckens auslöst. Interessanterweise waren nicht alle Probanden D-Klassen. Einige waren freiwillige Wissenschaftler, die sich der möglichen Auswirkungen bewusst waren, aber ihre morbide Neugier übermannen ließen, weil sie dachten, sie wären auf die schrecklichen Visionen der Puppe vorbereitet. Aber in jedem Fall wurden sie zu denselben schreienden, traumatisierten Wracks reduziert. Doch als sich ein Forscher der Stiftung namens Dr. Simon, die 25. Versuchsperson der SCP-136-Experimente, freiwillig für die Tests meldet, nahmen die Dinge eine noch erschreckendere Wendung. Während der Testphase hatte Dr. Simon die ungewöhnliche Erfahrung, das Wesen SCP-1362 nicht zu sehen. Nachdem er von seinen Kollegen erfahren hatte, wie furchterregend es war, war er ein wenig enttäuscht, dass er ihre Ängste nicht teilen konnte. Später an diesem Tag holte er sich eine warme Tasse Kaffee aus dem Pausenraum. Seine Kollegen machten sich Sorgen, als sein Kaffeebecher zu Boden fiel und zerbrach, während Dr. Simon in einen nahegelegenen leeren Flur zeigte und zu schreien begann. Er behauptete, dass er sie den Flur entlang auf ihn zuschweben sah, ihr Gesicht zu einem bedrohlichen Grinsen verzogen. Da keiner der anderen Wissenschaftler sehen konnte, was Simon sah, umringten sie ihn und versuchten, ihn zu beruhigen, in der Annahme, dass er vielleicht Opfer eines plötzlichen psychotischen Ausbruchs war. Doch Minuten später brachen alle Wissenschaftler im Pausenraum zusammen und wurden alle bewusstlos. Kurze Zeit später wachten sie alle wieder auf, außer Dr. Simon,
Er war in ein Koma gefallen und starb 3 Tage später an den lebenserhaltenden Maßnahmen. Es war der erste Bericht über einen Todesfall durch SCP-136 seit dem unglücklichen Sturz von Agent Sims. Dr. Myers forderte sofort, dass SCP-136 von der Euclid in die Keter-Klasse umgestuft wird, damit mehr Ressourcen für seine Eindämmung bereitgestellt werden können. Die Verwaltung lehnte jegliche Änderungen an den Eindämmungsmaßnahmen für SCP-136 ab, was Dr. Myers frustrierte. Aber sie ahnte nicht, dass die Verwaltung des Standorts Hintergedanken in Bezug auf SCP-136 hatte. Egal, wer sie waren, ob es sich um die hartgesottenen Killer der D-Klasse, die ausgebildeten Soldaten der Stiftung oder um abgestumpfte Wissenschaftler handelte, die im Rahmen ihrer normalen Arbeit jede Woche eine beliebige Anzahl von Grausamkeiten sehen. SCP-136 hatte die einzigartige Fähigkeit, seine Opfer zu verängstigten Wracks zu machen. In einem Schritt, der sich deutlich mehr nach einem Chaosaufstand anfühlt, hat die Standortverwaltung damit begonnen, SCP-136 zu benutzen, um inhaftierte Personen von Interesse besser verhören zu können. Selbst die härtesten Nüsse, die es zu knacken galt, wurden bald sehr gesprächig, nachdem das Auftauchen von SCP-136-2 sie für immer traumatisiert hatte. Im Grunde genommen gingen die Verwalter eine Art Pakt mit dem Teufel ein. Sie ließen SCP-136 mehr Freiheiten, um im Gegenzug wertvolle Informationen von den Opfern zu erhalten. Aber wie immer, wenn man mit dem Teufel paktiert, ist das Problem, dass der Teufel am Ende immer seinen Anteil einfordert. Dr. Myers Warnungen stießen jedoch auf taube Ohren, selbst als die Macht der Kreatur zu wachsen schien. Die Tests an den D-Klassen wurden fortgesetzt, wobei das Wesen bei einem dieser Experimente eine ganze Gruppe auf einmal traumatisierte. Als Dr. Myers selbst zusammen mit einigen Agenten die Testkammer betrat, um die zuckenden Körper herauszuziehen, wurden sie alle bewusstlos. Als Dr. Myers wieder aufwachte, waren 3 der D-Klassen, wie Dr. Simon, ins Koma gefallen und kurz darauf gestorben. Dr. Myers flehte die Verwaltung an, die Puppe abzuschaffen, aber ihre Bitten wurden immer abgelehnt. Sie erwies sich als zu wertvoll für die verschiedenen Verhöre. Außerdem war sich niemand sicher, ob die Puppe überhaupt abgesetzt werden konnte. Wenn es beschädigt wurde, verschwand es einfach und tauchte in einem Radius von 1 Meter wieder auf. Das Einzige, was noch nicht ausprobiert worden war, war die vollständige Verdampfung, die Dr. Myers Vorgesetzte aber nicht genehmigen wollten. SCP-136 war hier, um zu bleiben. Leider konnte man das von Dr. Myers selbst nicht behaupten. Nach einem weiteren unglücklichen Testvorfall, bei dem eine D-Klasse komplett verschwand, was ein klarer Beweis für die wachsende Macht von SCP-136 zu sein schien, bat Dr. Myers die Standortverwaltung, die Anomalie neu zu klassifizieren und sie zu beenden. Er wurde immer mächtiger, instabiler und gefährlicher. Doch anstatt die anomale Stoffpuppe zu beseitigen, wurde Dr. Myers lediglich aus dem SCP-136-Fall entfernt. Ohne sie hatten sie eine Sorge weniger, denn sie gaben SCP-136 immer mehr Opfer und nutzten seine dunklen Kräfte, um inhaftierte Personen zu foltern, damit sie ihnen alles erzählten, was sie wissen wollten. Aber da das Wesen mit jedem Opfer mächtiger zu werden scheint, ist es sehr wahrscheinlich, dass Dr. Myers schlimmste Befürchtungen wahr werden. Und eines Tages diejenigen, die die schreckliche Anomalie kontrollieren, feststellen, dass sie es sind, die ein seltsames, böses Lachen hören, das aus dem Nichts kommt. Schau dir jetzt SCP-610, das hasserfüllte Fleisch, und SCP-1337, der Anhalter an, um mehr SCPs zu finden, die dich bis ins Mark erschrecken werden.